Hey ho Leute und willkommen zurück in der Welt von The Elder Scrolls Online. Und wir fahren direkt fort mit der Story, denn wir sollen immer noch den Torschlüssel besorgen und die Sklavenjäger-Ausrüstung. Und wir haben optionale Schritte. Mach einen Übungskampf. Achso, der Übungskampf. Achso, ich dachte schon, wir hätten was übersehen. Okay, ja gut, okay. Dann werden wir mal die Hütte hier betreten. Die Sklavenjägerhütte. Und ich bin immer noch stutzig. Wir haben keine Waffe. Warum haben wir keine fucking Waffe? Ich will eine Waffe haben. Ich weiß, dass ich X drücken kann, um Gegenstände. Ich habe das schon mal gespielt, danke. Aber jetzt legen wir uns erstmal. Ich dachte, wir könnten uns hier hinlegen. Ich dachte, das ist so eine Liege, aber das ist nur eine Sitzgelegenheit. Schade. Ich hätte gern ausgeharrt und einfach mal das Spiel abgewartet. Mal gucken, was passiert. So, Brot. Geil. Hartes Brot von vorgestern, ne? Ein Topf. Lustig ist auch, das sind, glaube ich, schon Sachen, die Effekte geben, oder? Warte, ich gucke das jetzt nach. Das interessiert mich jetzt, Nussgegenstände. Hartes Brot von vorgestern. Erhöht euer Maximal. Ja, was? Ehrlich? 35 Minuten lang um 6.006. Okay. Geil. Holt doch maximal aus da. Okay, das behalten wir erstmal. Finde ich schön. So, dann würde ich sagen, Brotflasche. Nehmen wir einfach mal mit. Die Flaschen nehme ich nicht mit, die haben eigentlich die meisten. Oh, Sklavenjägerwache. Ist die besoffen oder warum liegt die am Boden? Ich suche die mal. Ich hoffe, die wacht nicht auf. Wir haben keine Waffe. Sklavenjägerjacke. Okay. Alter, der hext ja voll. Sklavenjäger Biedenhänder. Ich will aber keinen Biedenhänder. Ich will mit zwei kleineren Schwertern kämpfen. Ich will zwei Händer. Also nicht zwei Händer, sondern zwei einzelne Schwerter. Okay, dann müssen wir den Biedenhänder wohl nehmen. Wenigstens haben wir dann eine Waffe. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Haupthand. Sklavenjäger Biedenhänder. So, Torso. Sklavenjägerjacke. Wir sehen wirklich aus wie so eine Piratin. Nein, bin nicht da. Das ist übrigens. Was? Oh nein, pfui. Okay, du wolltest es so. Nein. Ich brauche nicht ausweichen, der hat doch eh nichts drauf. Komm doch. Ich vermisse meine Fähigkeit. Ich weiß, was die Waffenfertigkeitslinien sind. Danke dir. Jutta. Ohne Formel. Nein. Nein. Und ich habe Fertigkeitspunkte erhalten. Das finde ich sehr schön, das werden wir erstmal einsetzen. Und ich werde auf Ausdauer gehen. Ich werde ein Ausdauerbild mir hier aufbauen. So, Tiergefährten. Zwei Händer. Ich will aber nicht nur zwei Hände. Hä, warum kann ich. Kann ich nicht weiter. Wieso kann ich nicht weiter runter? Ich kann nicht weiter runter scrollen. Ich werde nicht in zwei Hände leveln. Ich will eine andere Klasse haben. Zwei Waffen will ich haben. Dann können wir schon mal hier was leveln. Ich glaube, Tiergefährten wäre das erste Mal wichtiger. Okay, ich würde mir das mal zwischen den Aufnahmen mal durchlesen, was es hier genau für Stats und so weiter gibt. Aber wäre erstmal den Sturzflug, wenn wir uns gönnen. Und den lege ich. Nein, ich will den eigentlich nicht auf Viereck haben. Hier werde ich Waffenfertigkeiten auf Dreieck, bitte, danke. So. Der schläft immer noch, wie besoffen ist der? Ja, ich weiß, was die Waffenfertigkeitslinien sind. Wenn ihr einen Feind mit einer ausgerüsteten Waffe... Jetzt wollte ich es durchlesen. Jetzt gibst du es mir eine halbe Stunde vor die Birne. Und jetzt will ich es durchlesen, das ist weg. Nee, ich gehe hier noch runter. Ich weiß, dass ich hier noch oben muss, aber ich gehe jetzt hier runter. Sister! Und ich werde schon belohnt. Ah, siehste mal. Schön. Und auch wenn es nichts für unsere Klasse ist oder was uns gefällt oder was wir später noch brauchen werden, wir können es trotzdem verkaufen. Siehste mal. Was habe ich euch gesagt? Ha? Umsehen. Looten. Wir sind die Looter-Kings in dem Spiel. Also ich zumindest. Und ich hoffe, ihr gebt mir da ein bisschen recht. Denn Loot ist wichtig. So, hier ist noch ein Schulterstück. Siehste mal, wir haben... Und hier können wir wahrscheinlich was lernen. Ich werde natürlich nicht alle Bücher durchgehen. Ihr seht, wie viel das ist. Wenn ihr mal wollt, können wir mal eine Lesefolge oder so machen. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommis, wenn wir eine Lesefolge machen sollen. Aber ich rede mit auch noch euch. So, haben wir alles eingesammelt? Ja, okay, dann können wir das mal ausrüsten. Inventar. Kopf. Wir haben zwei Jutehüte. Okay. Torso. Wir haben die erste schwere Rüstung. Achso, das ist nur leicht und das ist erstmal Rüstung. Sklavenhemd. Was ist das? Achso, okay. Sklavenjägerjacke. Jutejacke. Da gehen wir uns die Jutejacke an. Die sieht gar nicht mehr so schlecht aus, die Jutejacke. Muss ich zugeben. Das hat sich verbessert. So, schwere Rüstung. Oh, wir haben schon Eisen. Ah, schön. Okay. Was wird besser? Hände. Oh, wir haben schwere Eisenhänden. Nice. Ich werde auf schwere Rüstung gehen, weil ich einfach. Auch weil ich einen Stamina-Hüter spiele, werde ich auf schwere Rüstung gehen und auf, dass ich viel Schaden aushalte. Ich mag das einfach.
So, sieht zwar gerade leicht. Ich habe noch einen Punkt. Achso, nee. Hä, womit für Fertigkeit was angezeigt? Was soll das? Achso, ich hab. Ach so, wenn man etwas findet, eine Waffe oder so oder ein Rüstungsteil, dann kriegt man das, den Punkt erst dazu. Ach so, das ist auch neu. Ja, das Update, das verliert mich noch. So, wir sehen im Moment noch ein bisschen komisch aus. Und warte mal, das müssen wir umstellen. So viel Zeit muss sein, wir gehen in die Einstellungen. Auf Video, nein. Auf Audio, Untertitel haben wir, lassen wir aus, oder? Er kommt unter dem Mama an. Gesamtlautstärke passt. Musik passt auch. Das muss ich mal kurz sein. So, ich werde das auch mal zwischen den Einstellungen ein bisschen umstellen. Also zwischen den Folgen werde ich ein bisschen umstellen. Aber eine Sache will ich jetzt unbedingt haben hier. Kopfbedeckung verbergen hier so. Denn ich will meine wunderschöne Haarpracht von unserer wunderschönen lieben Ancora de Nora auch sehen. Ja, ich habe lange gebraucht, um mir diesen Namen auszudenken. Hat eine lange Geschichte. Ich wollte schon wieder sagen, wer dich gestört hat, wohl schreibt es in die Kommentare. Was ihr mir in letzter Zeit alles in die Kommentare schreiben sollt, ne? Das ist schon fast ein bisschen böse. So, wo sollen wir denn hin? Immer noch den Torschlüssel besorgen, ne? Ja, okay. Wo sind wir hier? Wir sind auf jeden Fall. Ich kann auf die Karte gucken. Kann ich rauszoomen? Ja, ich kann rauszoomen. Wie geil. Okay, das ist hier. Wo sind wir denn hier? Wie geil. Warnfels. Schon. Sind wir hier oben? Alter! Ernsthaft? Die ganze Insel gab es doch vorher nicht, oder? Die ganze Insel gab es doch vorher vor dem Update nicht, oder? Die ist komplett neu, kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube, die ist komplett neu. Okay. Ich bin zwar im Altmeri-Dominion gestartet, habe aber hier unten keinen Teleport. Okay. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich habe in keine der Fraktionen Teleport. Hä? Ich bin keine der Fraktionen Teleport. Okay, das kommt wahrscheinlich erst nachher, dass man in die andere Fraktion reisen kann. Das ist also immer noch Intro-Gebrabbel. Okay, lassen wir das mal so stehen. Das werden wir in Zukunft erfahren. So, Sklavenjägerhütte. Was ist das denn? R3, um zu schleichen. Ich kenne das Spiel. Ich habe das schon mal gespielt. Ein Guar. Ein lieber kleiner toter Guar. Nee, der lebt doch. Okay, schön. Dann wen sollen wir uns bitte anschleichen? Hier ist niemand. Verarschen, hier ist doch niemand. Hier ist nur ein Guar. Ich muss mich doch nicht an den Guar anschleichen, oder? Hä? Nee, ich greife den Guar nicht an. Achso, da unten. Okay, ich dachte schon, ich soll den Guar angreifen. Ich töte doch keinen lieben Guar. Nee, ich töte keinen lieben Guar. Danke. Dass du mir eine Falle hinstellst. Das ist Aua. Was? Das kriege ich hin, glaube ich. Machen wir das nochmal. Ich lese mir das Tutorial nicht durch. Ich habe es zwar länger jetzt schon nicht gespielt, aber ich kriege das trotzdem hin. So, das ist jetzt zum Glück nur easy, die Kiste. Ach, komm jetzt hier. Danke dir. So, geknackt. So, und da ist der Schlüssel drin. Ja, da Schlüssel. Vererbte Halskette. Wir klauen eine vererbte Halskette. Das ist so böse eigentlich. Kann ich die Tasche nicht öffnen? Ich habe Rang 2 bei irgendwas und so weiter. Okay, ich lese mir das alles nicht durch. So, die Kisten können wir mal getrost liegen lassen, weil da ist eh nur Kochzeug so drin und wir werden nicht kochen. Wir sind keine kleine Köchin, wir sind eine knallharte Kriegerin. Und den Goal lasse ich immer stehen. Der ist nett. Mir gefällt der. Kann ich hier was lesen? Schreibtisch leer. Lass dich nicht stören, Kleiner. Gönn dir. Ach so, ich dachte schon. Das ist ein Spieler, hi. Wie geht's dir so? Warte mal. Wie ging das nochmal? Hallo. Solltest du mich eigentlich sehen? Ja, sag gegrüßt, hi! Was ist die? Okay. Das muss ich alles noch umstellen. Ich habe noch viel in der Einstellung, was ich umstellen muss. Das hätte ich eigentlich vor der Folge machen können, aber nein, das mache ich vor der nächsten Folge. Bevor ich die nächste Folge aufnehme, mache ich in den Einstellungen mal ein paar Umstellungen, die mir persönlich ziemlich wichtig sind, aber die zu lange dauern, um das hier in der Folge zu machen. Woher? Ja, bin da. Oh, Eoki, dich kenne ich doch. Habt ihr die Sachen, die Nario wollte? Die Sklavenjäger sind zurückgekehrt und unsere Pläne haben sich geändert. Nario hat mich geschickt, um euch und den Torschlüssel zu holen. Okay, was ist jetzt genau passiert? Erklär mal. Nario hat der Hauswache in Seydanen Bescheid gegeben. Dann ertönte das Horn der Sklavenjäger. Die Sklavenjäger müssen sich in der Nähe versteckt haben und sind jetzt auf dem Weg zurück. Wir müssen uns beeilen.
Okay, ich hab den Torschlüssel hier, gehen wir. Ihr seid ein Sonnenstrahl an einem bewölkten Morgen. Ich werde die Gefangenen durch das Tor führen und nachschauen, was wir finden können, um von dieser Insel zu kommen. Trefft ihr euch mit Naryu am Aussichtspunkt. Danach treffen wir uns an den Docks. Okay, ich werde Naryu am Aussichtspunkt suchen. Ich werde doch finden, auf jeden Fall. Naryu. Naryu Virian. Okay, das ist auch ein sehr exotischer Name. So wie unser Name. Ancora de Nora ist auch sehr exotisch. So, ich liebe diesen Namen. Ich mag den einfach. Okay. Hat auch ein bisschen Insider-Story. Erzähl ich mal anderen mal. So, hier sind wir. Ah, oh, du bist im Busch. Okay, gesellen wir uns mal zu dir. Hi. Ich hätte es selbst nicht viel besser machen können, Heldin. Gute Arbeit da unten. Da wäre noch eine Sache, falls ihr euch dem gewachsen fühlt. Die Zeit ist knapp, aber ich muss euch etwas sagen. Das ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Ja, ich bin ganz Ohr. Was wollt ihr mir sagen? Ich bin eine Assassine. Eine Agentin der Murak Tong, die hier ist, um einen Auftrag zu erledigen. Der Schrieb, den ich dabei habe, gibt mir das Recht, das Leben meines Ziels zu beenden. Ohne, dass jemand Fragen stellt. Ich bin hier, um Kapitän Swartstar zu töten. Den Anführer der Sklavenjäger. Er ist abgrundtief böse. Ach, mein liebes Freunde, du hast also die, in Anführungszeichen, Lizenz zum Töten. Was für eine schöne Anspielung, okay. Aber wieso erzählt ihr mir das, ausgerechnet mir? Weil ich eure Hilfe brauche. Ich kann den Kapitän und 10 von seinen Schlägern töten, ohne dabei auch nur ins Schwitzen zu kommen. Aber das Schiff der Sklavenjäger? Es ist schneller und stärker als alles, was die Einheimischen ihm entgegenwerfen können. Wenn wir das Schiff nicht versenken, sind sie sofort wieder im Geschäft. Okay, aber warum sollte ich jetzt einer Assassine helfen? Einer Assassine, das ist... Nein. Wie ich sehe, zählt Dankbarkeit nicht zu euren Stärken. Seht mal, ich habe Seda Nen ein Signal gegeben, aber hier wird keiner rechtzeitig eintreffen, um die Sklavenjäger aufzuhalten. Mit eurer Hilfe können wir den Sklavenjägern den Garaus machen, ihre Gefangenen befreien und ihr Schiff versenken. Andernfalls sind ihre Gefangenen so gut wie tot. Okay, jetzt mal Klartext. Was soll ich jetzt genau für euch tun? Sammelt Feuersalze und Zunderpech an den Docks. Daraus könnt ihr eine Feuerbombe bauen. Wir vernichten nicht nur ihr Schiff, wenn wir es in Brand stecken, sondern locken damit auch Swartstar aus seinem Versteck, damit ich ihm ein Ende bereiten kann. Wir treffen uns, sobald ihr die Sachen gesammelt habt. Okay, ich werde die Feuersalze und die, und das Zunderpack besorgen. Dann treffen wir uns da. Alles klar. Kriegen wir hin. Easy. So. Wo ist die denn jetzt hin verschwunden? Okay, ist eine Assassine, die kann einfach so verschwinden. Alles klar. Ich werde einfach mal nicht schleichen, weil ich mich gerade ziemlich sicher fühle. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich hoffe mal, ne? Wieso geht sie jetzt mit uns? Ich dachte, wir sollen die holen. Ja, okay, ich sag ja nichts. Okay, wir holen die. Verschwinde einfach im Rauch und Nebel und verpuffe einfach in der Unendlichkeit. So. Muss ich hier schleichen? Was machst du mit deinem Veteran? 630 hier, das ist Startgebiet. Verpiss dich. Mann. Ich hasse diese Veteran-Tutis. Okay, ich habe auch ein Duelle mit Veteranenrang 112, aber egal, lass mal das so stehen. Feuersalzfass. Hi, Feuersalz. Ja, man kann das ja auch mit Charakteren spielen, die... Also, man kann die Questreihe hier, die neue, auch mit Charakteren spielen, die man früher schon erstellt hat. Die sind böse. Die lassen wir stehen. Ich meine, wenn du das nicht angreifen, warum soll ich die jetzt angreifen? Ich bin jetzt nicht hier zu leveln, ich bin hier, um die Quest zu machen. Du greifst mich nicht an? Finde ich sehr schön. Also, ich laufe hier mit einem Zweihänder rum. Obwohl, habe ich eine Rüstung von denen an? Nein, ich habe keine Rüstung von denen an. Warum greifen die mich nicht an? Die müssen nicht mehr doch sehen hier. Hallo. Warte mal. Warte mal. Hallo. Sehen die mich nicht? Sind die wirklich so dumm? Hallo. Die sind dumm. Alles klar, okay. Wir haben ein leichtes Spiel. Scheiße, wir haben kein leichtes Spiel. Okay, wir haben kein leichtes Spiel. Okay, ich hab's gecheckt. Okay, Leute, wir werden das jetzt mal eine Hüterfähigkeit einsetzen. Oh, wie geil. Ah, schön. Das war auch Magicka. Okay, aber man kann das, glaube ich, auch auf Ausdauer umbauen, wenn ich ganz irre. Alter, mein Adler macht die komplette Arbeit. Easy.
Ich kann mir einfach meinen Adler vorschicken. Ich werde jetzt Fernkämpfer. Och, schön. So. Ich sitze immer noch hier mit so einem richtig breiten Lächeln. Ich weiß auch nicht. Ich bin wie so ein kleines Kind gerade. So. Das ist schön. Ist wie, als würde man das komplette Spiel hier neu entdecken, wenn man eine komplett neue Klasse spielt. Das ist einfach schön. Und das ist doch einfach das Schönste an einem Spiel. Das neue Entdecken, das... Wirklich das erste Mal. Das ist einfach schön. Ja, das erste Mal ist das Schönste. Okay, lassen wir das verstehen. Müssen wir wieder zurück, ne? Yep. Komm, den nehmen wir noch mit. Adler vorher, noch ein Tor. Obwohl, das ist kein Adler, das ist ein Falke, ne? Ist das ein Adler oder ein Falke? Der denkt, der kann mit seinem Bogen was reißen. Kann er aber nicht. Denn ich komme mit meinem Adler an. Oder Falke. Ich weiß nicht, ob es Adler oder Falke ist. Wie heißt die Fertigkeit eigentlich? Vielleicht gibt mir das Aufschluss, ob das ein Adler oder ein Falke ist. Tiergefährten. Das heißt Sturzflug. Ihr befehlt einen Klippenläufer auf euren Feind herabzustürzen, was 3705 Magie-Schaden verursacht. Klippenläufer! Was war denn das nochmal? Klippenläufer, ist das nicht so eine Art kleiner Flugsaurier? Nee, ganz irre, ja. Okay, der 630er Tuti, der kriegt das hin. Der kriegt das. Ja, der kriegt das hin. Da müssen wir nicht helfen. Okay. Okay, die müssen wir nicht unbedingt angreifen. Ich werde auch nur das angreifen, was wirklich angreift. Angegriffen werden muss. Also ich werde ja nicht irgendwie leveln oder so. Du musst angegriffen. Okay. Du willst es so. Ach, das ist... Jetzt sehe ich es einfach von nahen. Das ist so ein kleiner Drache. Ach so. Wenn man so von vorne drauf guckt, sieht das gar nicht so aus. Okay, aber so von der Seite sieht es wirklich aus wie so ein kleiner Drache. Richtig geil. Ich verliere auch fast kein Leben. Ist auch so richtig schön. Ah, geil. Ich freue mich. Ich freue mich auf das Spiel. Ah. Also wir sind jetzt gerade 3 Uhr nachts. Das ist meine Aufnahmezeit übrigens. Wer sich fragt, wann der Rayon immer aufnimmt... Nachts. Nicht vor 0 Uhr. Nie. Fast nie. Manchmal tagsüber, wenn ich mit anderen aufnehme, aber ansonsten immer nachts. Tief in der Nacht. Okay, den müssen wir anscheinend mitnehmen. Alles klar. Wir haben genug Magicka und alles zusammen. Den einen können wir locker noch weghauen. Das macht einfach so schön viel Schaden. Das ist so episch. Ich werde Fernkämpfer. Also die im Startgebiet sind echt keine Herausforderung, wenn man Hüter spielt. Okay, dann ballern wir dann noch einen Läufer runter. Oder ich sag einfach jetzt Adler. Ich sag einfach zu dem Adler, das ist jetzt einfach ein Adler, auch wenn es kein Adler ist. Und nee, sagen wir Drache. Drache ist cooler. Der Mini-Drache. Wir ballern einen Baby-Drache runter. Wir nennen den jetzt Baby-Drache. Es ist zwar ein Klippenläufer, wir nehmen den Baby-Drache. Okay. Alles klar. Das ist jetzt der Baby-Drache. Schön. So. Wo müssen wir denn hin? Ach. Bin ich zurückgelaufen, ohne dass ich das soll? Okay, gut gemacht, Rayon. Ich habe mich schon wieder so in die Landschaft und das ganze Spiel vertieft, dass ich die Strecke... Okay, alle. Dass ich die Wegfindung versaut habe. Okay, das Schlagen bringt hier gar nichts. Ich bin immer noch meinen alten Drachenritter gewöhnt, dass ich Nahkampf kämpfe. Aber der Hüter geht auch ganz gut auf Fernkampf. So, aber den letzten Schlag machen wir so. Geil. Stufenaufstieg. Das geht ziemlich schnell, muss ich sagen. So, geil. Ballern wir rein. Tiergefährten, zwei Hände will ich nicht leveln, aber schwere Rüstung könnten wir rein theoretisch leveln. Oder wir gehen nochmal auf Tiergefährten. Oh ne, Tiergefährten lassen wir erstmal. Grünes Gleichgewicht, bla bla, pipapo. Frostmantel, was macht das ganz genau? Rein theoretisch, ihr hüllt euch und nahe Verbündete in einem dicken Mantel aus Eis. Beeinflusste Ziele erhalten größere Entschlossenheit und größere Behütung, was 18 Sekunden lang ihre physische Resistenz um 5280 und ihre Magieresistenz um 5280. Das ist eigentlich ein geiler Buff, muss ich sagen. Das ist ein geiler Buff. So ein richtig geiler Buff. Das ist schön. Das könnte man rein theoretisch lernen. Ich guck noch mal kurz aufs grüne Gleichgewicht, was das so ist. Pilzwachs. Pilzwuchs, so. Ihr seht ein großes Pilzfeld, das euch und eure Verbündeten in einem kegelförmigen Gebiet um euch selbst 3431 Leben heilt. Nee, ich bin nicht so der Heiler-Typ und so weiter. Wir nehmen das hier. Ja, wir nehmen das hier. Das ist auf Viereck, das ist geil. Ich habe auch beim Drachenritter eine Buff-Fertigkeit auf Viereck. Okay, mal den Buff einfach mal einsetzen. Mal gucken. Ja, das ist ein Status-Effekt. Ich kenne mich aus in dem Spiel. Du musst mir das nicht alles erklären. Kann man Tutorials irgendwie ausschalten? Ich weiß es nicht. Geil. Das braucht auch nicht viel Magicka, das finde ich schön. Easy. Wir haben überhaupt keine Probleme hier, das ist so schön. Ach, schön. Einmal eingesetzt, die Fertigkeit, Rang 2 bei Winterkälte. Wie lange habe ich dadurch Buff? Achklingzeit, also wirkt da 18 Sekunden, das ist gar nicht mal so schlecht. Und Rang 3 bei Sturzflug. Alles klar, okay. Ich greife auch trotzdem nicht an.
Nein, den greife ich auch nicht an. Das ist, glaube ich... Was ist das denn? Das ist kein Feind. Hallo? Kann ich mit dir... Ich kann nicht mit dir reden, weil... Nein, da will ich nicht hingucken. Da will ich hingucken. Was ist denn los mit dir? Warum kann ich mit dir nicht reden? Alles klar. Okay, ich lasse dich mal hier stehen und einsam hier rumstolpeln. Wir werden einfach mal weitergehen zum wunderschönen Boot, wo wir hin sollen. Stehen jetzt wieder die Feinde? Sind die sind gerespawnt. Ach, wunderschön. Das sind meine jedenfalls. Komm doch. Das war keine Chance. Ich will so ein Bogenschütze. Die merken nicht, dass sie keine Chance haben. Einmal noch. Easy. Rang 2 bei Frostmantel. Warum? Ich hab meinen Frostmantel nicht eingesetzt. Ich will mich nicht beklagen. Das passt schon alles so, ne? So, hier ist das Schiff. Hier fahren wir los. Boah, Leute. Dieses Schiff wird wahrscheinlich unser Ausweg sein in die normale Welt, in die... auf das Festland quasi. In unser allgemeines Abenteuer. Raus aus dem Intro. Raus aus dem Tutorial. Ja. Aber dieses Boot werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge besteigen. Auf jeden Fall konstruktive Kritik, Kommis, alles unten rein. Und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Rayon sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschö. Thank you.